Herzlich willkommen zu Abpfiff, der Matz Sportbuzzer Talk, präsentiert von Vodafone Shop Markus Brandt. Heute zu Gast Mike Weißfuß, hallo. Trainer bei Lok Potsdam in der Landesklasse und an meiner Seite Mirko Jablonowski aus der Sportredaktion. Ja, Mike, schön, dass du da bist. Normalerweise drehen wir am Anfang immer über das Spiel vom Wochenende. Können wir bei euch leider nicht. Wurde abgesagt wegen den Witterungsverhältnissen. Wie sah denn der Platz aus? Ja, der Platz stand unter Wasser, war komplett durchweicht und es waren noch Pfützen drauf, sodass auch der gesamte Nachwuchs abgesagt werden musste. Für uns natürlich schade, jetzt nach dem pokalfreien Wochenende wollten wir wieder in den Rhythmus kommen und eigentlich die Punkte genau einfahren. Ja, ist ärgerlich, aber wir müssen jetzt sehen, dass wir die letzten drei Spiele dann halt noch so viele Punkte wie möglich holen. Und ist ärgerlich und wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr irgendwie nachgeholt, da ja kaum freie Termine noch sind bis Weihnachten. Ihr seid jetzt Siebter. Ist das so die Platzierung, die ihr so ungefähr anstrebt? Ihr wart ja zwischenzeitlich sogar schon mal Tabellenerster. Im Oktober war so eine Zeit, da hatten wir immer gegen Tabellenzweiten oder Tabellenersten gespielt. Das war eine schöne Momentaufnahme für uns. Nach der letzten Saison, ich kam ja im Oktober, sind wir Neunter geworden. Und vor der Saison hatte ich ja dann angekündigt, dass wir 3-4 Plätze nach vorne kommen wollen, weil auch die Mannschaft sich deutlich verbessert hat, auch von der Anzahl der Spieler her und von der Qualität. Und das ist jetzt ungefähr der Bereich, wo wir uns gerne sehen. Wollen natürlich so lange wie möglich Anschluss nach oben halten, das ist klar. Ansonsten bei euren Spielen, wenn wir mal telefonieren für Spielberichte, bei Lok Potsdam ist dieses Jahr immer was los. Da haben wir nachgeguckt, 33 Treffer erzielt, zweitbester Angriff der Liga, aber auch schon 25 Gegentore. Ja, wenn man sich die Spiele anguckt, 4-3 in Sedin, 4-3 in Bornem, 3-3 in Teltow. Was ist da los bei euch? Wie kommt es dazu, dass da immer so viel Action ist? Ja, die Truppe, wie gesagt, wir sind auch noch in einer Lernphase. Wir sind vorne im Moment sehr gut aufgestellt. Mike und Arian Blei dort vorne, auch Jan Heinrichs und Marian Elsner als erfahrener Mittelfeldmotor sind auch topfit und haben schon mal die Möglichkeit, wie gesagt, dort ein Spiel auch zu entscheiden. Und wie gesagt, dadurch, dass wir 100% fit sind und wir vorne kaum wechseln müssen, also in unserer Startformation, es sind auch die Abläufe klar und dementsprechend fallen auch viele Tore für uns. Was natürlich im Gegensatz zu hinten immer ein bisschen schwierig ist. Dort müssen wir fast wöchentlich umstellen. Und das gibt natürlich der Sicherheit nicht unbedingt Stabilität. Daher ist es immer spannend bei uns und kostet auch mal hin und wieder einige Nerven. Ich wollte gerade sagen, am meisten Nerven muss man natürlich nochmal ansprechen. Zu Hause gegen Mayenburg, die ja, glaube ich, als Tabellenführer zu euch gekommen sind und nach, glaube ich, 80, 81 Minuten 5-2 hinten liegen, war das Ding eigentlich durch und ja, am Ende steht ihr mit leeren Händen da und verliert 5-6. Im Nachhinein eine Erklärung für so ein Spiel? Oder? Ja, eine wirkliche Erklärung gibt es dafür nicht. Wir führen, wie gesagt, 5-2, müssen wir 6-2 führen. Der Gegner war total am Boden. Und dann gab es eine Szene so im Spiel. Wir fangen wieder an, mit dem Schiri zu diskutieren, ohne dass das Spiel unterbrochen wurde. Und die schießen einfach aus heiterem Himmel das dritte Tor. Und ja, dann nahm der Drama seinen Lauf. Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen auf den Gegner und das kam ja, glaube ich, dann im Minutentakt, sind ja die Tore gefallen und ja, am Ende stehst du dann da und schaust sie an und jetzt gibt es bis heute noch keine Erklärung dafür. Schon mal so ein Spiel gehabt? Nee, also es war schon außergewöhnlich. Du hast gerade die beiden Stürmer angesprochen. Adrian Blei, 9 Tore, Mike Weißfuß Junior, muss man ja sagen, dein Sohn, 10 Tore. Wie ist es denn so, wenn man seinen eigenen Sohn trainieren muss? Ja, er ist jetzt mittlerweile erwachsen, hat seine Lehre, hat seine Freundin, also ist auch jetzt gefestigt so in seinen normalen Abläufen. Es gibt überhaupt keine Probleme zwischen uns. Er trainiert vorbildlich, er spielt vorbildlich, ja, und daher bin jetzt okay. Trainer, so wie früher, als ich mal im Nachwuchs in Babelsberg hatte, hat man noch ein bisschen, wie soll ich sagen, extremer auf ihn eingewirkt und wollte. Jetzt kann man das einfach ein bisschen laufen lassen, weil die zwei sich da vorne einfach top ergänzen. Also wir haben zwischenmenschlich überhaupt keine Probleme, es funktioniert alles auch zu Hause. Und wie gesagt, es ist schön, dass er bei mir spielt, aber das war ja nicht abzusehen vorher. Denkst du denn, er wird nochmal ein, zwei Ligen vielleicht höher spielen? Oder? Ja, der Wunsch bei mir besteht natürlich, dass er nochmal so hoch wie möglich Fußball spielt. Aber da muss er selber entscheiden. Ja, man weiß nicht, was jetzt alles noch kommt in der Zukunft. Wie gesagt, jetzt sind wir froh, dass wir ihn haben. Aber ich glaube schon mit der Leistung,
man merkt sie auch, unsere beiden Stürmer und ein paar andere Spieler wecken auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Das ist einfach so, wenn du da vorne regelmäßig triffst. Und ja, wir müssen es auf uns zukommen lassen. Und wenn sie lange bei uns bleiben, naja, dann haben wir vielleicht nächstes Jahr andere Ziele. Ja. Aber man muss schauen. Seid ihr denn so ähnliche Spielertypen, wie du früher einer warst? Oder? Also ich möchte sagen, dass Mike noch ein bisschen besser ist, technisch. Noch besser. ich möchte mich jetzt nicht, ich konnte auch gut kicken, aber er ist halt einfach noch schneller. Ja, war ich früher nie so ein richtiger Sprinter. Und er ist einfach zügiger unterwegs, was ja heute auch den Unterschied eigentlich im Fußball ausmacht. Von der Kreisklasse bis zur Bundesliga hoch. Ja. Geschwindigkeit ist dann mitentscheidend auch, um sich vorne durchzusetzen. Und hat bei Babelsberg eine gute Ausbildung genossen. Und das sieht man auch in den Spielen. Und ja, ich möchte sagen, er ist besser als ich damals. So, okay. Mal so. Aber ich meine, so schlecht warst du ja auch nicht. Du bist ja eigentlich immer bei SG Bornim gewesen, mit kurzem Abstecher in Teltow. Ja. Und hast auch die großen Zeiten von Bornim mitgemacht? Genau, naja, am Anfang meiner Männerspielbahn, Laufbahn, wie man dazu sagen will, ja, sportlichen Aktivitäten, habe ich dann mal mit Babelsberg gespielt, in Falkensee mal, in Jan Wilmersdorf, aber wirklich den Großteil in Bornim und auch die schönen Zeiten mitgenossen, also bis hoch zur Oberliga. Mhm. Aber auch natürlich die kompletten Retourweg wieder bis runter in die Kreisliga, was nicht so erfreulich war. Mhm. Ja, und das waren schöne Zeiten. Mit Ingo Hecht damals noch zusammen und so. Ja, und dann Telto mit Michalske, Kater. Und das waren schon gute Zeiten. Tossi als Trainer, ja, hat man schon genossen. Mit 36 dann nochmal hingegangen. Ja, mit 36 nochmal hingegangen. Und Herr Toss hatte dann wirklich doch geschafft, mich nochmal körperlich fit zu machen. Also, ja, genau. Ja, das war's zu unserem Gast. Jetzt kommen wir zu den News aus den Fußballkreisen. Im Fußballkreis Havelland hat der TSV Treuenbrietzen seinen ersten Saisonerfolg eingefahren. 3:2 gegen Union Neuruppin war überhaupt die ersten Punkte für den TSV. TSV-Keeper Maas hat da dann den Sieg noch festgehalten mit einem Elfmeter in der 52. Minute. Nils Ross, Pitt Pepke und Martin Lüttke hatten für den TSV getroffen und damit die ersten 3 Punkte eingefahren, sind aber weiter Tabellenschlusslicht. Mike, hättest du gedacht, dass der TSV so weit hinten liegt in der Landesklasse? Also wir haben uns dort immer schwer getan bei dieser Truppe, aber irgendwie hat es sich letztes Jahr schon so ein bisschen angebahnt. Da gab es ja auch einen Haufen Schwierigkeiten. Und ja, ist wahrscheinlich tragisch, man liest es immer Woche für Woche, dass wir Personalprobleme haben. Und wenn du vielleicht da unten, ich weiß, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber wenn du da unten drin hängst, nimmt das vielleicht auch so einen negativen Lauf. Du glaubst vielleicht nicht mehr so ganz an dich. Und ja, jetzt haben sie in Neuruppin gewonnen. Ist ein Achtungszeichen auf jeden Fall. Aber Neuruppin ja auch da vorne steht. Und wir die aber nächste Woche haben. Freut man sich eigentlich, dass sie auch schlagbar sind. Ja. Im Fußballkreis Oberhavel-Barnim wurde der deutliche 6:1-Erfolg des Oranienburger FC Eintracht gegen den FC Eisenhüttenstadt in der Brandenburg-Liga am Wochenende in den Hintergrund gerückt. Und zwar von der schweren Verletzung vom OFC-Brasilianer Felipe Navas. Der musste bereits nach 32 Minuten schwer verletzt vom Feld, hat sich einen Schienen- und Wadenbeinbruch zugezogen. Ja, von dieser Stelle natürlich erstmal gute Besserung. Gestern wurde er 4 Stunden operiert. Wir hoffen natürlich, dass er schnell aus dem Krankenhaus wieder rauskommt und dann ja auch schnellstmöglich wieder auf dem Fußballplatz stehen kann. Mike, hast du schon mal in deiner langen Karriere so eine schwere Verletzung gehabt oder wie nimmt man sowas als Sportler auf? Also erstmal, ich habe das auch verfolgt und das ist natürlich tragisch, aber man kann sich da jetzt kein richtiges Urteil zu erlauben, wenn man direkt nicht bei war. Man möchte auch keinem Spieler unterstellen, dass es pure Absicht war, obwohl die Reaktionen ja irgendwie darauf hindeuten. Mhm. Nee, ich selber hatte auch schon mal einen Kreuzbandriss, aber allerdings ohne gegnerische Einwirkungen. Und ist natürlich, es wirft die in jungen Jahren natürlich extrem zurück. Man erholt sich davon schwer, das ist Fakt. Und ob es hier, wie es hier ausgeht, das bleibt natürlich abzuwarten. Also ist tragisch. Schwierige Situation. Er kommt von hinten an ihm vorbeigelaufen mit hohem Tempo. Man will ihm mit Sicherheit auch keine Absicht unterstellen, also dem Spieler von Eisenhüttenstadt. Trotzdem muss man sagen, es hat sich fast angedeutet, dass da irgendwann irgendwas passieren muss. Weil es ab der ersten Sekunde gefühlt eigentlich nur noch die Knochen ging. Jede Aktion halt nicht den Ball galt, sondern einfach wirklich es überall gerappelt hat. Von daher natürlich auch für den Jungen ganz, ganz bitter. Der Fußball ist halt aktuell das Einzige, was er richtig hat. Aufgrund dessen hat er noch nicht arbeiten darf hier bei uns. Im Fußballkreis Dahme-Fleming geht der Negativlauf beim RSV Waltersdorf weiter.
Der verlor 0-4 beim BSV Guben und ist jetzt auf Tabellenplatz 6. Es war bereits die vierte Niederlage in den letzten 5 Spielen für die Schützlinge von Andreas Fricke. Vor der Saison haben viele gesagt, das ist der Aufstiegskandidat Nummer 1. Jetzt sieht es aktuell nicht so aus. Am Sonnabend trifft Waltersdorf auf den Werderaner FC. Da kann es wieder aufwärts gehen. In der Kreisliga West empfing am Wochenende Großbuchholz den BSV Wittenberge. Die Partie ging allerdings nicht die normalen 90 Minuten, sondern nur 45. Danach dachte sich der Gastgeber von Großbuchholz, dass man sich das nicht weiter antut und in der Kabine bleibt. Zum einen lag man mit 1-4 hinten. Der Hauptgrund war aber natürlich, dass sich die Schützlinge vom Gastgeber, vom Schiedsrichter stark benachteiligt sahen und die harte Gangart des Gegners auch nicht weiter tolerieren wollten. Trainer Siegfried Hildebrand hat es auch klar auf den Punkt gebracht. Die Jungs wollten sich nicht länger benachteiligen und zusammentreten lassen und beschlossen in der Halbzeitpause nicht wieder anzutreten. Ist erstmal eine drastische Maßnahme, erlebt man nicht so oft. Mike, sowas schon mal gehört, dass eine Mannschaft aufgrund der Schiedsrichterleistung gar nicht mehr antritt? Was hältst du davon? Das ist natürlich schwierig zu urteilen. In den unteren Ligen ist es natürlich auch so, dass dann meist, wenn bloß ein Referee zur Verfügung steht, ist natürlich dann auch doppelt schwer für den allein, das alles wirklich im Überblick zu haben. Wir hatten damals auch eine Szene gehabt, da mit der Bonn zweiter Mannschaft in Groß-Benitz, wo wir auch fast vom Abbruch standen, aber haben uns dann zusammengerauft und sind dann nochmal raus. Ist nicht schön, das braucht wirklich kein Mensch im Fußball. Alle machen das aus, wie gesagt, freiwillig, ist ja Hobby. Und wenn sowas passiert, ja, das macht das nicht wirklich Spaß. Also. Macht nicht wirklich Spaß und ist ja jetzt auf jeden Fall ein Fall für Sportgericht. Wird dann sicherlich, denke ich mal, für den Gast aus Wittenberge entschieden werden. Aber gucken wir mal, was dabei rauskommt. Im Frauenfußball in Brandenburg, das stand ganz im Zeichen des Landespokals. Da standen 3 von 4 Viertelfinalpartien an. Der SV Babelsberg 03, Blau-Weiß-Belitz und Forst Borgsdorf haben sich da das Halbfinalticket gesichert. Das vierte Spiel von Babelsberg 74 gegen Fredersdorf-Vogelsdorf wurde auf Februar verlegt, weil 74 noch ein Ligaspiel hatte in der Regionalliga, das allerdings auch nicht besonders gut ausging für die 74er. 3-7 ging es verloren gegen FFV Leipzig, insgesamt schon die 8. Niederlage in 9 Spielen und weiter Tabellenletzter der Aufsteiger. Ja, Mike, zum guten Ton gehört es natürlich, dass wir Tischkickern. Ich habe schon gehört, du bist jetzt auch nicht der große Fan vom Tischkicker. Das ist meine Premiere sozusagen. Ja? Ja. Hast du den Wunsch bei Farben? Ja, dann nehme ich doch lieber Rot. Doch lieber Rot. Ja, das hat mir auch am Wochenende zwar nicht gefallen, das Ergebnis, aber... Ist es tatsächlich, wir können ja jetzt nachspielen. Es ist, vielleicht ja, ist jetzt genau. Die Chance, Bayern für Bayern. Erste Tor entscheidet. Also. Er tanzt da auf der Linie. Neuer Tor. Das ist doch ein Tor. Mike, gleiches Ergebnis wie am Wochenende bei Dortmund gegen Bayern. Schön, dass du da warst. Danke. Und dir Zeit genommen hast. Ja. Und das war's mit Abpfiff, der Match Sportbuzzer Talk. Wir freuen uns auf nächste Woche.